Welches ist das beste Clan-Spiel? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Der Frage gehe ich mal hinterher. Ich meine, die Folge hätte auch heißen können, welches ist das schlechteste Clan-Spiel? Oder aber welches sind die besten Punkte, die man machen kann in den Clan-Spielen und wie schnell kann man diese Clan-Spiele letztendlich auch wieder beenden? Denn als ich heute Morgen wach wurde oder beziehungsweise als ich mich heute das erste Mal in ein Dorf eingeloggt habe, da kam er schon auf mich zu, der Clanspielmensch hier. Und ihr wisst, ich bin der Clanspielmuffel vorm Herrn, aber ich will mal so ein bisschen die kleine Vorreiterrolle hier spielen. Also nicht Vorreiterrolle, aber wie sagt man das? Ich will hier auch nicht gute Miene zum bösen Spiel machen, aber ich will einfach auch zeigen, dass ich hier an dem Clash of Clans Leben wieder teilnehme und habe mir auch schon ein Spiel rausgesucht. Also meiner Meinung nach sind solche Spiele dann natürlich die besten Clanspiele, wo du am meisten Punkte für bekommst. Hier sind es 600 für Zerstörung, 300% in Mehrspielerkämpfen. Das ist natürlich optimal, die machst du sowieso in der Regel immer. Und mich hat es gerade eben so ein bisschen gewundert, dass das keiner vor mir genommen hat. Denn das ist wirklich gut mit 600 Punkten und eigentlich nur 3 Angriffen. Vielleicht auch mehr. Ich muss nebenbei meinen Kaffee trinken, der mal wieder fast kalt ist. Aber diese Sachen hier sind auch immer sehr, sehr nett. 250 Level, einfach mal so ein paar Helden runterballern. Das geht auch recht fix. Da kann man natürlich ein paar Pokale verlieren. Und hier ein Sternlabor in einem Duell. Also das sind mittlerweile ist es eigentlich zu leicht. Ich würde mir für die Clanspiele eigentlich wünschen, wenn sie denn laufen, dass sie ein bisschen skalieren. Ich meine, wir sind im Moment hier wirklich ein Pickepacke voller Clan. 50 Leute, 5 sind online. Und 1, 2, 3, 4, 5, die habe ich eben extra noch gebaut. Und deswegen kann man da sicherlich so ein bisschen, also wir sind jetzt 50 und dann würde ich mir wünschen, dass die Clanspiele hier skalieren bis nach 75.000 oder von mir aus bis nach 100.000. Und je kleiner die Clans sind, also angemessen an der Memberanzahl, desto weniger Punkte müssen die erspielen, um hier bis zur sechsten Range zu kommen, also bis zum sechsten Tier. Und also das fände ich jetzt fair, wenn es ein bisschen skaliert. Und ich fände es auch nach wie vor fair, dass Supercell mal sowas einführt, dass ich sowas nicht mache, nämlich dieses Clanspiel Legion. Also ich mache fix eins zum Ende und dann habe ich eins und kann trotzdem aus allen Tiers einmal abgreifen. Natürlich nicht das zweite Mal. Fürs zweite Mal muss man 4000 Punkte verdienen. Und dann kann man am Spielende zusätzliche Belohnung auswählen. Dann kann man nochmal aus einem Tier ein zweites Item abgreifen. Finde ich auch, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich meine, das ist zumindest immer. Ja, irgendwie ist es immer so. Immer wenn ich aufnehme, klingelt das Telefon. Oh, ich glaube, ich habe doch alle Truppen. Ach, ich dachte gerade, ich hätte nicht alle Truppen. Aber ich habe alle. Und für dreimal mache ich einfach mal heute mit euch. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welche Clanspiele ihr denn so am besten findet. Oder findet ihr sie genauso gruselig, wie ich sie eigentlich gruselig finde? Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Okay, den nehmen wir mit, weil der nicht so stark ist, sagt der Toto immer. Dabei ist der Bock schwer, ne? Ja, mal gucken. Mal gucken, wie wir den machen könnten. Direkt hier. Und eine Luftabwehr kriegen wir ja nicht wirklich. Aber wir lassen erstmal den King so ein bisschen rennen, würde ich sagen. Nehmen hier noch unsere Queen mit rein. Und ziehen hier jetzt die Drachen rein. So, den Royal Champion hauen wir hier auch noch mit rein. Und ich muss jetzt gucken. Ach, nichts drin oder was? So, ich muss erstmal den nehmen. Und dann muss ich gleich mal gucken, wo ich die Bets nehme. Oh, wir kriegen ja gar nichts. Wir kriegen hier mal wieder gar nichts gebacken. Okay, dann nehmen wir hier die Bets mit rein, würde ich sagen. Dann muss ich sie auch nehmen, ne? Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wo die hingehen.
Oh, die gehen gar nicht schlecht, aber... Ach, da in der Mitte sind die natürlich sehr mehr als unnütze. Okay. Ja. So muss ich natürlich 64%, was habe ich eben gesagt, dreimal spielen, ne? Okay, muss ja ein bisschen mehr spielen. Ist ja nicht so schlimm, ich habe ja einen Tag Zeit dafür. Also ich muss es jetzt nicht in einer Stunde gemacht haben, sondern ich habe einen Tag Zeit. Ich meine, eine Stunde ging auch, muss halt ein bisschen boosten. Früher hat man, glaube ich, viel, viel mehr geboostet hier bei den Clan-Spielen, weil man halt so zeitenge Spiele hatte, viele mache und dann auch noch so unmögliche. Ne? Also man musste mindestens irgendwo nicht zwei Angriffe machen, nein, drei musstest du machen. Und dann war es schon wieder eng in der Zeit, aber immerhin 71%. Naja, da geht ja in jedem Fall ein bisschen was. Hier wollte ich aber was verspenden, glaube ich. Zweimal den. Und ich glaube, ich habe hier ein paar von denen ausgegeben. Naja, dann muss man es halt mal so machen. Jetzt habe ich natürlich nur die und hatte selber gar nichts in der Clanburg, oder doch? Ich weiß gar nicht, ob ich was in der Clanburg hatte. Müsste ich mir eigentlich mal gerade mit dem Avatar spenden. Ich glaube, der hat auch Drachen in Ausbildung. Muss mal gerade gucken. Oh, wir haben nur eine Legende. Wundert mich eigentlich ein bisschen, dass wir nur einen in Legende haben. Was macht er denn hier? Mal gerade gucken. Oh, Nachtdorf. Okay. Er macht Nachtdorf. Alles klar, kann man ein. Mache ich mittlerweile auch wieder ganz gern, dass ich den Mädchen ein bisschen zugucke. Ich meine, jetzt ist er ja ein bisschen mehr Trouble. Und da kann man natürlich auch mal wieder so ein bisschen mehr zugucken. Ist vermutlich auch ein Clan-Spiel. Müsste man jetzt mal gucken, ob der Marco Wolfix ja ein Clan-Spiel hat. Kann man ja hier eigentlich auch ganz schön sehen, wer im Moment eins spielt und wer nicht. Ich meine, er hat eins, und zwar, er muss die Kracher zerstören. Auch 400 Punkte, ne? Also nicht viele. Guck mal, 14 von 15 hat er schon. Für 400 Punkte, die steigt er gleich auf. Also es geht schon ein bisschen schneller, ne? Es geht schon ein bisschen schneller. Die Clan-Spiele hier. Und weil die Leute halt auch ein bisschen mehr sind, muss man echt mal so sagen. Das geht wirklich gut von der Hand. Ich würde fast sagen, wir werden heute fertig, was fast vielleicht übertrieben ist, aber hier spielen ja immerhin schon 19 Leute, und das finde ich nicht schlecht. Hauptsache, sie spielen auch wirklich. Danke, bitte. Ich spende mir mal eben und dann mache ich obwohl ich muss gar keinen Cut machen. Ich muss einfach nur das iPhone hier anwerfen, was hoffentlich noch ein bisschen Akku hat. Jo. Und kann ja nebenbei meinen Kaffee trinken. Und sonst können wir ja auch in dem Clan bleiben und können gucken, wer hier gerade ein bisschen was macht. Da ist er schon wieder. Und macht er sein zweites sein zweites Spiel. So, ich will mal eben gucken, dass mir der Avatar kurz das spendet, was ich haben möchte. Perfekt, vielen Dank, Avatar. Bist einfach der Beste und der Liebste. Du spendest mir nämlich immer, wenn ich was verlange. Finde ich wirklich sehr kollegial. Naja, okay. Ich muss das manchmal selber ein bisschen belächeln, Leute. Ich muss heute auch noch im Nachtdorf angreifen. Okay, das mache ich nicht mit euch. Mit euch wollte ich eigentlich hier ein wenig schneller angreifen. Geht ja jetzt ganz gut mit dem zusätzlichen Leben, so nenne ich es einmal ganz gerne, was die Helden jetzt haben. Du kannst sie einfach zweimal hintereinander super, super spielen. Und das ist jetzt auch eine etwas andere Taktik. Das ist jetzt nicht mit Bat Spells, also kein Drag Bat, sondern Only E-Drachen. Also nicht ganz Only, aber fast Only. Da müssen wir nur eine passende Base zu finden. Hatte ich letztes Mal im letzten oder vorletzten Clankrieg, war es, glaube ich, hatte ich gesagt, perfekte Bases für E-Drachen, und hab da selber nur einen Stern geholt. Und auf andere und andere, die mit E-Drachen angreifen, das finde ich ja immer so witzig, die holen auf die unmöglichsten Basen des E-Drachen plötzlich 3 Sterne. So eine Base, die sieht eigentlich ganz gut aus für E-Drachen. Die ist noch ein bisschen kuddelmuddelig und hat nur kleine Luftabwehren, einen Inferno im Ausbau, aber hat natürlich auch... Okay, wir schauen mal, ob der Clanburg hat. Ne, hat er nicht. Okay. Kann ich mal den nervenden King da wegmachen.
würde ich sagen. Dann haue ich hier nämlich den King raus. Dann kann der da schon mal gehen mit Queen hinterher. Und dann gucken wir mal, dass wir hier den anderen Funnel bestreiten an der Bauhütte. Ah, da habe ich die Tage gesehen, da gibt es auch ein Spiel. Ich muss jetzt gleich ein bisschen aufpassen auf den Feger, der dort steht. Oh, Luftabwehr habe ich geschafft da. Sehr schön. Fix mal gezündet hier. Und die Kanone fällt auch noch. Perfekt. Dann können wir hier mal reingehen über die Ecke hier. So, den Warden da hinterher. Und jetzt haben wir natürlich ohne Ende. Jetzt haben wir natürlich wirklich ohne Ende. Ohne Ende Wutzauber. Warden wollte ich jetzt noch nicht zünden. Mache ich aber jetzt. Ah, da kriege ich die aber nicht ganz mit rein hier. Okay. Da kriege ich die nicht ganz mit rein. Den müssen wir eben mal friesen, dass wir die noch behalten so ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall etwas stabiler aus hier, aber die Base ist auch wirklich schlecht. Muss ich jetzt mal sagen, aber jetzt fliegen die erstmal rum. Jetzt lasse ich die auch erstmal rumfliegen, bevor ich die nachher nochmal versuche in Wut zu bringen. Die da jetzt rumfliegen, so mache ich das erstmal. Ich könnte natürlich den Royal Champion mal eben zünden. Mal sehen, was der noch wegbomben kann. Der schafft auf jeden Fall die eine Hütte dort. Und schafft den Inferno nicht ganz. Okay, aber ich habe jetzt gleich noch einen Fries. Och, jetzt teilen die sich so ein bisschen auf. Das ist natürlich auch doof. Aber erstmal kein Beschuss für den einen hier. Und die anderen drei sind das noch, ne? Ja, das sind noch drei Stück. Die können natürlich jetzt noch ein bisschen PS gleich machen. Nämlich mit einem Mal mit einem Boot. Und zwar haue ich den jetzt mal drauf. Und nehme den in Frost. Nochmal frosten. Jawohl, so geht's. Ja, also, ja, okay, das waren jetzt mal 100%. Und aber auf eine wirklich schlechte Base. Ich meine, ich sollte mir eigentlich auch dafür dann keine High-End-Bases aussuchen. Denn so der gute Angreifer bin ich denn ja doch nicht. Aber so kann man es natürlich ganz gut machen. Ich meine, gerade bei den Clanspielen finde ich, kann man eigentlich ganz gut, muss mal eben gucken, kann man eigentlich ganz gut auch was anderes bauen, sehe ich gerade. Ja, ich weiß, was ich baue. Das wusste ich nämlich bis eben noch nicht, was ich hier verstärke. Ich glaube, ich nehme erstmal die hier und dann habe ich ja immer noch ein bisschen was übrig. Und zwar baue ich hier jetzt, wir spielen 25er. Ich baue hier mal eben so eine ganze Rutsche von Leute. Das brauche ich jetzt nicht beirren. Ich nehme aber die gleichen Zauber mit, die ich jetzt eben dabei hatte. Und werde dann mal auf einen anderen Account springen. Ich habe ja mehrere Accounts, mit denen ich hier die Clanspiele spielen kann. Hurra! Freue ich mich natürlich noch viel, viel mehr. Leider haben wir den letzten Clankrieg verloren, weil auch Leute aus dem Stamm plötzlich nicht ihren zweiten Angriff machen und wir knapp verloren haben mit 37, was haben wir verloren? 38 zu 40. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, die sind jetzt erstmal nicht mit dabei. Aber ihr seht, nach zwei gewonnenen Clankriegen jetzt schon wieder drei Niederlagen. Das zermürbt nicht. Nein, das zermürbt nicht. Mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen hier. Mich wundert es eigentlich, dass wir immer noch 50 sind. Weil die letzten Tage war hier ja so ein Kommen und Gehen die ganze Zeit, ja. Und das hörte plötzlich auf. Ihr seht das hier wird wirklich nur gesprochen und nicht kommen und gehen. Die ganze Zeit. Und nicht, dass wir jetzt plötzlich immer so große Clankriege spielen hier. 25er und mehr. Wir hätten sogar ein 30er spielen können, aber ich habe so ein paar rausgelassen, die halt, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob die im Moment ihre Angriffe alle bringen. Naja, aber dennoch. Wir haben die Clanspiele hier. Es gibt natürlich auch 200 Punkte bei den Clanspielen. Darf man nicht vergessen, für nur 1000 Punkte bekommt ihr 200 Punkte in den Pass. Ich bin fast fertig mit dem Pass und würde den auch ganz gerne spielen. Hier kann ich natürlich wieder ein wenig spenden. Und dann würde ich sagen, ja, spielt ihr die Clanspiele? Ich spiele sie auch. Ich weiß, ich spiele sie nicht so ganz so gerne. Aber für mich sind halt, eigentlich sind alle Clanspiele gute Clanspiele mittlerweile. Ich glaube, es gibt so richtig diese, die gibt es nicht. Ich meine, die brauchst du nicht machen, wenn du jetzt keine hast, ja, oder keine bekommen kannst.
Aber alles andere, glaube ich, ist mittlerweile. Sie sind super, super einfach geworden. Sie sind halt ein gutes Mittel, ich nenne es mal so, hochwertige Belohnungen hier abzugreifen. Und von daher ist diese Woche, glaube ich, nicht so schlecht. Ich habe das ja letztes Mal auch, glaube ich, nicht angezweifelt, dass die Clanspiele hier schlecht sind oder so. Sind sie nicht. Die sind irgendwo auch eine kleine Ecke besser geworden nach dem letzten Clanspiel-Update, finde ich. Und von daher kann man sie eigentlich auch mitspielen und mitnehmen. Also ihr nehmt die auch mit im Laufe der Woche. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, genießt das schöne Wetter, ne? Euer Toto. Clasht.